Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der neue FDP-Finanzminister, heute erstaunlich zurückhaltend in seiner Rede zum Nachtragshaushalt, offensichtlich sind Sie selbst nicht derart überzeugt von Ihrem ersten Meisterstück, ist offenbar ein großer Fan des Schriftstellers Mark Twain nach dem Motto: Von jetzt an werde ich nur so viel ausgeben, wie ich einnehme, selbst wenn ich mir dafür Geld borge. Anders kann ich mir nämlich nicht erklären, wie das Versprechen der soliden Finanzen des Ministers keine Woche nach Amtsantritt gehalten hat, nochmals 60 Milliarden Euro für die Finanzierung nebulöser Projekte abzuzweigen, ist einfach inakzeptabel und verfassungsrechtlich mehr als bedenklich. In diesem Jahr wurde wegen der Pandemie eine gigantische 240 Milliarden Euro Kreditlinie aufgenommen, eine unvorstellbare Summe. Hiervon wurden Gott sei Dank rund 60 Milliarden Euro nicht benötigt, was grundsätzlich positiv ist. Also statt 240 Milliarden Euro Zusatzschulden nur in Anführungszeichen 180 Milliarden Euro zusätzliche Belastungen für die deutsche Bevölkerung. So würde man als Normalsterblicher denken, aber nein. Nicht so in der Finanzierungslogik der Ampelkoalition. Die neue Bundesregierung aus SPD, Grüne und FDP plant nun stattdessen, diese Mittel dem sogenannten Energie- und Klimafonds gutzuschreiben. Man kann sich durchaus fragen, was der frisch gewählte Finanzminister dazu noch vor ein paar Wochen gesagt hätte, wäre jetzt nicht selbst an der Regierung beteiligt, auch ganz nach dem neuen FDP-Fraktionschef Dürr. Karriere kann man nur machen, wenn man verfassungswidrige Haushalte vorlegt. Damals galt es noch für die SPD, jetzt gilt es für die FDP. Ist das, was Sie hier machen, Herr Lindner, in der Tat Ihr Verständnis vom richtig Regieren der FDP? Für uns als CDU-CSU-Fraktion hat dies jedenfalls nichts mit seriösem Wirtschaften zu tun. Auch die Begründung der links-gelben Koalition für diesen zweiten Nachtragshaushalt ist mehr als fragwürdig, denn wenn die Mittel nun für Klimainvestitionen in den kommenden Jahren genutzt werden, fehlt der Bezug zur Pandemienotlage mit der Aussetzung der Schuldenbremse gemäß Artikel 115, ja ursprünglich begründet war. Im Falle von Naturkatastrophen steht da und außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund des Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Klarer Fall. Nun waren aber die Mittel ausreichend für dieses Jahr. Es besteht überhaupt kein Grund, nun zusätzliche Geldmittel in einem Fonds zu parken, es sei denn, man möchte diese Gelder überhaupt nicht für katastrophenbedingte Ausgaben verwenden. Und da bin ich schon froh, dass auch mittlerweile der Bundesminister Habeck, für den ja dieses große Geschenk mittlerweile da ist, die erste halbe Stunde hat er nicht der Debatte beigewohnt. Ich denke, liebe Ampel, diese Buchungstricks können und dürfen wir Ihnen als CDU-CSU nicht durchgehen lassen. Würde man nun der Argumentation der Ampelkoalition folgen, hätten wir aufgrund des Klimawandels und der notwendigen Transformation der Wirtschaft eine permanent außergewöhnliche Notsituation, die eine über die 0,35-Prozent-Regel hinausgehende Neuverschuldung im Bundeshaushalt ermöglichen würde. Dies hätte eine dauerhafte Aussetzung der Schuldenbremse zur Folge, ja sogar die komplette Auflösung dieser Schuldengrenze. Ein Schelm. Wer Böses dabei denkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Klimapolitik dringt Rot-Grün-Gelb darauf, auch völlig zu Recht die Belange der nächsten Generation zu berücksichtigen. In der Haushaltspolitik scheint der neuen Bundesregierung die Generationengerechtigkeit jedoch absolut egal zu sein. Wie passt das zusammen? Die FAZ kommentierte aus meiner Sicht sehr zutreffend den Nachtragshaushalt am letzten Freitag wie folgt: In normalen Jahren erlaubt die Schuldenregel eine Neuverschuldung von etwa 12 Milliarden Euro. Das zeigt, es geht hier jetzt nicht nur um einen Schluck aus der Pulle, sondern um das Leersaufen gleich mehrerer Kanister. Zitat Ende.
Es ist und bleibt falsch, weshalb wir als Union diesen völlig unnötigen Nachtragshaushalt ablehnen und auch eine gerichtliche Überprüfung durchführen. Alles andere wäre auch völlig unverantwortlich. Der hessische Staatsgerichtshof, heute schon mehrfach zitiert, hat in einem ähnlichen Fall ja dazu bereits entschieden, dass kreditfinanzierte Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht nur geeignet, erforderlich und angemessen, sondern auch final auf die Beseitigung der Notsituation gerichtet sein müssen. Verheerend ist aus meiner Sicht auch die Signalwirkung an unsere europäische Familie. Wie sollen wir unsere Europartner von einer soliden Haushaltsführung überzeugen, um den Euro stabil zu halten, falls wir selbst die größten Sünder sind? Als stärkste Volkswirtschaft Europas haben wir nicht nur das meiste Risiko zu tragen, sondern auch unmissverständliche Vorbildfunktion zu erfüllen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das alles hier ist nicht gegeben und weit entfernt von dem, was man als nachhaltige Haushaltspolitik bezeichnen kann, zumal ab dem Jahr 2026 die Pandemieschulden getilgt werden und ein deutlich geringerer Handlungsspielraum für zukünftige Investitionen besteht. Deshalb abschließend: Auf Schuldenbergen kann man keine Zukunft bauen. Diese bilden eben kein dauerhaft festes Fundament. Herzliches Vergelt's Gott fürs Zuhören. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, André.